Bei den meisten Politikern weiß man ja, dass sie wissentlich und willentlich die Bevölkerung anlügen, dass sie versuchen, ihre Machenschaften geheim zu halten und zu vertuschen und dass sie zumindest nach außen hin so tun, als würden sie für das Volk und für die Bevölkerung arbeiten. Das ist Situation 1. Und dann gibt es noch Situation 2, wo Politiker sich offen hinstellen und öffentlich einfach gerade heraus sagen, was sie vorhaben und ganz öffentlich zugeben, dass sie nicht im Sinne des Volkes arbeiten. Jetzt würde der ein oder andere vielleicht sagen, ja, okay, ist doch eh besser, dann sind sie immerhin transparent, aber das hat nichts mit Transparenz zu tun, sondern einfach damit, dass sie wissen, dass sie keine Konsequenzen zu fürchten haben. Also ist Situation 1 schon fast besser als Situation 2, weil Situation 1 immerhin noch zeigt, dass irgendetwas im System noch funktioniert. Und bei Situation 2 merkt man einfach, der Rechtsstaat funktioniert nicht mehr, das Volk hat mehr oder weniger schon aufgegeben und die Politiker müssen keine Konsequenzen mehr fürchten. Und genau das zeigt auch der Vetternwirtschaftsskandal von Robert Habeck. Und bei diesem ist etwas an mir vorbeigegangen. Eine Aussage von ihm, die er ganz öffentlich getätigt hat, die eigentlich für viel mehr Schlagzeilen sorgen sollte und für mich schon fast noch der größere Skandal ist als Vetternwirtschaft, weil Vetternwirtschaft ist nicht wirklich etwas Neues in der Politik. Es ist vielleicht etwas neuerlicher, dass man keine Rücktritte danach vollzieht, aber noch einmal, diese Aussage hat für mich fast noch mehr Explosionskraft. Hören wir uns also ganz kurz gemeinsam diese Aussage an und wie gesagt, beim ersten Mal ansehen ist das völlig an mir vorbeigegangen. Ich wurde auf Twitter darauf aufmerksam gemacht, dass er das überhaupt gesagt hat. Und beim ersten Mal anschauen ist mir es nicht aufgefallen, ist vielleicht dem einen oder anderen hier genauso gegangen, weil man sich so sehr auf diesen Vetternwirtschaftsskandal fokussiert hat, dass da so krasse Aussagen einfach nicht auffallen. Zu sagen, dass die Dinge unterschiedlich zu behandeln sind und nicht vermengt werden sollen. Auch wenn wir Politikerinnen und Politiker sind und Politiker folgen Machtinteressen, das ist in Teilen unser Job und das ist auch völlig legitim. Machtinteressen sind Interessenvertretung und in diesem Raum bewegen wir uns. Häufig agieren wir taktisch oder strategisch. Das alles wissend sollte man jedenfalls bei solcher Sitzung, und ich würde mir wünschen, insgesamt auch in der Öffentlichkeit, die Kraft zur Differenzierung doch noch immer wieder aufbringen. Also, er hat wirklich gesagt, wir Politiker und Politiker, ja genau, weil gendern können die Grünen auch nicht, die stolpern ja regelmäßig über ihre eigene Ideologie, das ist auch nur noch zum Kopfschütteln und ehrlich gesagt zum Totlachen, folgen Machtinteressen und das ist absolut legitim. Und ja, das ist nichts Neues, wir alle wissen, Politiker folgen Machtinteressen, aber, und das ist mein Punkt, wenn Politiker das ganz öffentlich herausposaunen und es auch niemand kritisch hinterfragt, dann weiß man, dass ein System entweder kurz vor dem Kollaps steht und sich irgendwann demnächst selbst bereinigen wird, oder dass es kurz davor steht, sehr totalitär zu werden. Und das sind ja die Dinge, auf die wir Acht geben müssen. Wenn Politiker sich hinstellen können und einfach sagen können, ja, wir folgen Machtinteressen und das sei Interessensvertretung. Ja, aber Machtinteressen im Zusammenhang mit Interessensvertretung bedeutet ja, dass man die Interessen von mächtigen und einflussreichen Menschen vertritt, ja, oder? Ist ja logisch. Und damit ganz öffentlich auch sagt, dass man nicht die Interessen des Volkes vertritt, weil das ist ja die Schlussfolgerung daraus, dann ist das sehr bedenklich und es gibt auch keine kritische Berichterstattung darüber. Und es ist mir selber auch nicht aufgefallen, ja. Da muss ich mich natürlich selber auch wirklich an der Rübe nehmen und sagen, hey, wieso hast du das beim ersten Mal nicht schon bemerkt? Weil wir alle auch schon bis zu einem gewissen Grad abgestumpft sind, ist natürlich klar, ein Skandal jagt den nächsten jeden Tag, sie werden immer noch frecher. Ich meine, der Vetternwirtschaftsskandal an sich ist natürlich auch eine Riesenfrechheit, dass es hier keine Rücktritte gibt, zeigt ja auch, dass sie keine Konsequenzen fürchten. Aber diese Aussage ist für mich noch schwerwiegender, weil es einfach diesen völligen Verfall von politischer Verantwortung zeigt. Die gibt es nämlich nicht mehr. Das sind nur noch Postenbesetzer, die ihre eigene Ideologie durchbringen wollen und es gibt keine kritische Berichterstattung darüber, zumindest in den großen öffentlich-rechtlichen nicht und auch bei den großen Privatsendern nicht. Und der große Aufschrei in der Bevölkerung bleibt auch aus. Und ich finde, das ist ein Riesenskandal. Ja, Robert Habeck hat schon des Öfteren gesagt, dass er den deutschen Staat so mehr oder weniger, wie er aktuell existiert, nicht so toll findet, sagen wir es mal so. Sehr vage ausgedrückt, bevor man wieder geklagt wird. Man kennt das ja mittlerweile. Regelmäßig flattern irgendwelche Anwaltsbriefchen bei kritischen Journalisten bei der Haustüre herein. Aber solche Aussagen zeigen das noch einmal sehr deutlich und sie gehen einfach
unter. Und daher frage ich auch euch, was denkt ihr? Was steht uns hier kurz bevor? Stehen wir kurz davor, in ein komplett totalitäres System abzudriften? Weil von wirklicher Demokratie sehe ich ehrlich gesagt aktuell nichts mehr. Oder stehen wir wirklich kurz davor, dass hier einfach eine Selbstreinigung des Systems passieren wird im Sinne eines politischen Kollaps und dass diese Gesellschaft ordentlich aufgewühlt wird, aber danach vielleicht alles wieder besser werden wird? Das würde mich wirklich sehr interessieren, aber das zeigt es einfach, dass es hier auch kein kritisches Verständnis mehr dafür gibt, ja, gerade was die Journalisten angeht. Auch das ist nichts Neues, aber es ist trotzdem bemerkenswert, wie das ein Politiker einfach so sagen kann und es wird nicht aufgenommen, es wird nicht kritisch behandelt, gar nichts. Man nimmt das so hin, als wäre es das Normalste der Welt, wenn ein Wirtschaftsminister sagt, er handelt nach Machtinteressen und nicht nach den Interessen des Volkes, obwohl er ja einen Eid geschworen hat, im Sinne Deutschlands zu arbeiten und nicht im Sinne irgendeiner Hochfinanz oder anderer mächtiger Persönlichkeiten. Also bitte sehr gerne in die Kommentare schreiben, was denkt ihr? Oder gibt es vielleicht auch noch eine dritte oder vierte Möglichkeit? Alles sehr gerne in die Kommentare schreiben. Bin wie immer gespannt auf eure Meinung dazu. Ansonsten wünsche ich euch wie immer alles Gute. Abonniert mich noch sehr gerne hier auf YouTube. Schaut unbedingt bei Telegram vorbei. Und wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal wieder.